Hallo, du hast dich also entschlossen, Gitarre spielen zu lernen. Das finde ich toll. Ich spiele schon ein bisschen länger Gitarre und jetzt versuche ich dir beizubringen, wie man Gitarre spielt. Ist jetzt eine Gitarre. Hier ist oben, da ist unten und manchmal sagt man auch, da ist vorne und da ist hinten. Ja, beginnen wir mit der ersten Lektion. Wie stimme ich eine Gitarre? Stimmt, sehr schön. Und jetzt fangen wir mit einer ersten einfachen Übung an, und zwar ein vierfingeriges Tapping über zwei Lagen. Klingt scheiße, braucht kein Mensch, sieht aber super aus. So. Das üben wir jetzt nochmal. Ich spiele es nochmal kurz vor. Ich muss das sehen. You put the first finger on the seventh street, fret and here and the little pinky there. Okay, wenn wir das drauf haben, machen wir dann direkt den nächsten Schritt. Wir spielen ein Gitarrensolo. Das Wichtigste beim Gitarrensolo ist natürlich das Aussehen. Man muss so viel wie möglich Fratzen machen innerhalb kürzester Zeit. Habt ihr das gesehen? Ganz wichtig ist der Mundwinkel. Man muss so aussehen, als ob man jetzt jeden Moment vom Blitz getroffen an einem Schlaganfall eingeht. So, wenn wir das drauf haben, sind wir schon so kurz davor, den ersten Live-Auftritt zu absolvieren. Dafür müssten wir aber noch ein bisschen Rhythmusgitarre machen. Wir sind natürlich alles Lead-Gitarristen, das ist auch ganz wichtig, wir brauchen das. Aber ab und zu muss man auch ein bisschen Rhythmus spielen, auch ein bisschen dezenter, weil wenn der Sänger noch doch was singen soll, dann braucht er Platz. Solo laut wie es geht und immer zwischen und ganz wichtig in der Probe, immer dazwischen spielen, damit die anderen zu jedem Moment wissen, dass du der Hecht im Teich bist. Okay, also Rhythmusgitarre. Reicht. Ja, und denn dann müssen wir uns jetzt überlegen, was ziehen wir an, wie sehen wir aus. Jetzt habe ich so eine dämliche Brille an, sieht total scheiße aus, braucht man live nicht. Zieh mal aus. Ja, coole Sonnenbrille. Jetzt die Fratze. Und jetzt das Solo. Crates, Hello Germany. So, du bist jetzt ein perfekter Gitarrist und viel Spaß bei irgendeinem was. Danke.